Hallo, liebe Deutschlernende! Dies ist ein weiteres Video in meiner Serie über deutsche Präfixe. Heute reden wir über das Präfix aus. Viel Spaß! Ja, also, das Präfix aus hat folgende Bedeutungen. Die Bedeutungen von aus sind: Erste Bedeutung, es ist ein Wortteil, der eine Bewegung von innen nach außen markiert. Ja, eine Bewegung von innen nach außen. Zum Beispiel, das Fass ist ausgelaufen. Das Fass ist ausgelaufen. Ja, ein Fass ist ein Gefäß, ja, es ist ein großes Gefäß aus Holz. Und in diesem Gefäß lagert man zum Beispiel Wein. Ja, Wein lagert man gewöhnlich in Weinfässer. Und wenn ich ein Loch in dieses Fass mache, dann läuft der Wein raus oder aus. Ja, der Wein läuft aus. Und wenn ich sage, das Fass ist ausgelaufen, dann ist es leer. Ja, wir bezeichnen eine Bewegung von innen nach außen und in diesem Fall ist der Wein von innen nach außen gelaufen. Oder unsere Freunde denken über Auswanderung nach. Ja? Auswanderung, das bedeutet, dass sie das Land verlassen und woanders leben. Ja? Wenn du zum Beispiel in Spanien bist oder in den USA und du möchtest nach Deutschland reisen, oder nicht nur reisen, sondern in Deutschland leben, ja, also du bist in Spanien, in den USA, in Syrien, in Marokko, in Italien, in Frankreich, ja, und du hast dich dazu entschieden, in Deutschland zu leben, dann wanderst du aus, ja, aus der Perspektive deines jetzigen Standpunkts, ja, wenn du gerade noch in deinem Heimatland bist, dann wanderst du aus. Aber aus der Perspektive von Deutschland, ja, wenn ich in Deutschland bin, dann kann ich sagen, du wanderst ein. Ja, der General sagt, man wandert ein, man wandert in ein Land ein. Aber man wandert aus ein Land aus. Ja? Jemand, der, also ein Amerikaner, der sich in Deutschland niederlässt, ist ein Einwanderer aus der Perspektive von Deutschland, aber aus der Perspektive von den USA ist er ein Auswanderer. Er geht von außen, also von innen nach draußen. Ja? Das ist die erste Bedeutung der Vorsilbe aus. Eine zweite Bedeutung von aus ist ein Wortteil, der eine Aktion des Erlöschens oder Deaktivierens oder ein Ende markiert. Ja, wenn etwas erlöscht, dann heißt es, dass es nicht mehr gültig ist. Also wenn Wiktionary sagt, ein Wortteil, der eine Aktion des Erlöschens markiert, dann bedeutet das, dass etwas nicht mehr gültig wird. Zum Beispiel, ich werde den Computer jetzt ausschalten. Ja, der Computer hat einen Schalter, ja, auf diesem Schalter steht an, aus. Und wenn der Computer an ist und ich drücke auf diesen Schalter, dann schalte ich den Computer aus. Ja, ich schalte den Computer aus und der Computer hört auf zu arbeiten. Ja? Der Computer ist aus. Ja? Also das ist die zweite Bedeutung. Ja? Etwas wird deaktiviert oder etwas kommt zu einem Ende. Die dritte Bedeutung ist ein Wortteil, der Belegung oder Befüllung beschreibt. Was bedeutet das? Okay, ein Beispiel. Der Kofferraum ist mit Teppichboden ausgekleidet. Der Kofferraum ist mit
Teppichboden ausgekleidet. Das heißt, jemand hat einen Teppich in den Kofferraum gelegt, so dass der Kofferraum gefüllt ist mit einem Teppich. Ja, das macht man, um den Kofferraum zu schützen. Ja, wenn ich zum Beispiel einen schweren Gegenstand in den Kofferraum legen möchte, dann besteht die Gefahr, dass der Kofferraum Kratzer bekommt. Ja, ein Kofferraum ist übrigens der hintere Teil eines Autos. Ja, man macht den Kofferraum auf und dann kann man Dinge hineinlegen. Und wenn ich nicht möchte, dass der Kofferraum zerkratzt, ja, dass Kratzer entstehen, dann kann ich den Kofferraum mit einem Teppich auskleiden. Ja, ich kann ihn mit einem Teppich auskleiden. Ein weiteres Beispiel ist, die Ausstattung ist schon beeindruckend. Ja, damit bezeichne ich, wie etwas dekoriert ist oder wie ein Raum, also die Merkmale, die ein Raum hat, ja, also die Möbel und so weiter. Das ist die Ausstattung. Ich habe einen Raum befüllt mit Möbeln, ja. Ich habe den Raum schöner gemacht mit Möbeln, ja. Damit habe ich diesen Raum ausgestattet, ja. Das ist die Ausstattung. Und die vierte Bedeutung der Vorsilbe aus ist ein Wortteil, der Widerruf beschreibt. Ja, Widerruf bedeutet, dass etwas rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel, es ist unhöflich, den Redner so kurzfristig wieder auszuladen. Ja, es ist unhöflich, jemanden kurzfristig auszuladen. Ja, was bedeutet jemanden ausladen? Das bedeutet, dass ich ihn in der Vergangenheit eingeladen habe und jetzt meine Meinung geändert habe. Ja, ich sage zu ihm, hey, möchtest du eine Rede halten oder möchtest du zu meiner Feier kommen? Und dann später schicke ich ihm eine Nachricht und sage ihm, tut mir leid, es funktioniert doch nicht. Ich muss dich leider bitten, nicht zur Feier zu kommen. Ja, bitte komme doch nicht. Ich habe dich eingeladen, aber jetzt muss ich dich ausladen, weil bestimmte Dinge passiert sind. Es ist etwas dazwischen gekommen. Deswegen muss ich absagen. Ja, ich muss dich wieder ausladen. Ich habe dich eingeladen, habe gesagt, komm zu mir und wenn ich dich auslade, dann sage ich, komme doch nicht zu mir. Ja, ich möchte doch nicht, dass du zu mir kommst. Das sind die vier Bedeutungen der Vorsilbe aus. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viele neue Wörter gelernt und wir sehen uns später. Tschüss!